In vielen jungen Menschen schlummern beeindruckende Talente, die sich entfalten, wenn sie inspiriert werden. Das zweite Musicalcamp der Lismon Musik- und Kulturstiftung kann dafür den entscheidenden Impuls liefern. Er bot dieses Mal 19 jungen Teilnehmern im Alter zwischen 15 und 19 Jahren einen Einblick in Gesang, Schauspiel und Tanz. Daneben lag ein wesentlicher Schwerpunkt auf der Entwicklung der Persönlichkeit jedes einzelnen Schülers. Sich und die Musik zu entdecken und neu zu erleben, in der Gemeinschaft mit anderen dazuzulernen und seine Persönlichkeit zu entwickeln, ist Ziel dieses Kurses. Mit Spaß und Spannung eine Woche lang Musik, Tanz und Schauspiel zu erleben, das ist wirklich etwas ganz Besonderes für unsere jungen Talente. Das Dozententeam, das sich aus 5 international anerkannten Profis zusammensetzt, unterstützt die Schüler in ihrer künstlerischen Entwicklung mit viel Respekt und Einfühlungsvermögen. Die Amerikanerin Professor Noelle Turner ist die künstlerische Gesamtleiterin des Musical Camps und unterrichtet seit über 20 Jahren Gesang an der Folkwang-Universität der Künste im Studiengang Musical. Sie selbst hat klassischen Gesang studiert und betreute zahlreiche Produktionen wie Cats, Phantom der Oper oder Starlight Express. Die Engländerin Jackie Dunley-Wendt arbeitet seit vielen Jahren in der Welt des Musicals. Nach ihrer langen, erfolgreichen Karriere als Tänzerin ist sie eine der führenden Regisseurinnen und Choreografinnen vieler Musicalproduktionen und kümmert sich im diesjährigen Musicalcamp um den Bereich Tanz, Choreografie und Regie. Der musikalische Gesamtleiter Michael Ashton stammt aus Kalifornien und hat dort viele große Produktionen geleitet. Heute ist er Dozent an den beiden großen deutschen Musicalschulen in Hamburg, der Stage School und der Joop van der Ende Akademie. Mark Seitz verantwortet beim Musicalcamp den Bereich Schauspiel. Nach seinem Studium an der Universität der Künste in Berlin führten ihn zahlreiche Engagements als Darsteller auf die großen Musicalbühnen. Heute unterrichtet er als Dozent an der Hochschule Rostock und Osnabrück und ist außerdem als Musicalkomponist tätig. Matthias Meinke begleitet unsere jungen Talente am Klavier. Er hat an der Folkwang-Universität der Künste Klavier studiert und ist heute an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar als Lehrbeauftragter für Chorrepetition tätig. Es ist toll zu sehen, wie professionell wir das machen, obwohl wir ja alle nicht so viel Erfahrung haben damit und dass wir so ein Zusammenhalt, also ein Zusammenhalt entstanden ist und so. Also hier jetzt ist es das erste Mal. Ich habe da schon andere Workshops gemacht, jetzt an der Stage School in Hamburg oder in Osnabrück an der German Musical Academy. Aber hier so, das ist halt, finde ich, was ganz anderes, weil wir arbeiten ja eine Woche sehr intensiv zusammen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, weil es so viele Mädchen aufeinander auf einem Haufen. Auch das kann ja mal ganz schief gehen. Aber ja, mittlerweile denke ich nicht, dass das irgendwie passieren kann, weil ja, wir sind eine super Nee, Truppe. also wir haben auch hier überhaupt keinen Neid oder so und alle akzeptieren, also es gibt ja viel bei Mädchen so Zickenkrieg oder so oder Neid, was der andere kann besser singen oder tanzen, aber hier sind alle so, dass wir uns gegenseitig, der eine kann halt besser singen, der andere kann besser tanzen. Das gleicht sich super aus Ja, hier die bei uns. Unterstützung ist super da. Ja. Schön. Also meine Erfahrungen waren auf jeden Fall, dass ich halt so ein bisschen den Alltag von diesen schauspielerischen Alltag sozusagen lernen, also mitbekomme. Und zwar finde ich es halt mega interessant, wenn Marc, also unser Schauspiellehrer, was erzählt und wie er das halt so verkörpert. Und der kann halt direkt in die Rollen irgendwie so reinspringen und macht einem das so richtig authentisch vor. Und das habe ich mir halt erhofft, dass ich sowas halt sehe. Und das ist einfach richtig unglaublich. Also macht richtig viel Spaß hier auf jeden Fall. Und auch mit Noelle, das Gesangstraining macht auch richtig viel Spaß. Man lernt richtig, wie die Stimme sich ausbilden kann, wie sich das anfühlt. Und das ist so komplett irgendwie neu. Das hat man vorher noch nie irgendwie gehabt. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so krass wird. Also die Erfahrungen, die ich hier mache, sind echt unbezahlbar, muss ich sagen. Also in diesen paar Tagen habe ich so viel Erfahrung gesammelt. Ich finde das also wirklich unglaublich und ich bin richtig stolz, hier dabei zu sein. Und es macht unglaublich viel Spaß und ich würde jedes Jahr wieder mitmachen. Das Musical Camp zeigt, wie wichtig es ist, Jugendlichen Mut zu machen und Selbstvertrauen in ihre eigenen Talente zu vermitteln.
Es ist Liz Mohn persönlich ganz wichtig, junge Menschen auf ihrem Weg dahin aktiv zu unterstützen. Und vielleicht findet sich demnächst schon einer der jungen Künstler auf den Musicalbühnen wieder.